Ja, das Gefühl war, war nicht das Beste, aber anscheinend habe ich gewonnen. Also okay. Kann nicht so schlecht gewesen sein. Ich war mir nicht sicher, ob ich nicht am Anfang bin ich etwas zu arg rein. Mhm. Und ja, war dann gegen Schluss richtig hart. Und ich musste da richtig leiden und beißen im letzten Anstieg, aber ja, wenn es gereicht hat, dann passt es. Das heißt, du hast im neuen Team, im neuen Material schon eingelebt und passt perfekt. Sieht so aus, ja. Sieht so aus. Material und teammäßig ist super. Ich bin wirklich brutal zufrieden mit dem mit meinem 929er Raven und wirklich geiles Teil mit der 9 Rockshocks und so. Cooles Bike. Kombi-Reifen. Ja. Materialmäßig ist das wirklich ist nicht zu meckern, weil es der Non-Plus-Ultra. Und Weltcup-Auftrag ist ja heuer erst in Novemester, etwas später. Was wirst du bis dorthin fahren oder wie wirst du dich vorbereiten? Ja, nach Zypern werde ich wieder zwei Wochen in nichts fahren, dann Langenlois in Österreich. In Österreich. Freue ich mich drauf, weil ich bin schon lange nicht mehr in Österreich gefahren. Und, danach Monte Chiari, Timing. Ja. Okay, also